Hallo und willkommen bei einem neuen Bartagam-Video. Ihr kennt es sicher auch, ihr habt eure Bartagam in Winterruhe geschickt und schließlich wollt ihr, dass sie wieder wach wird. Dazu muss man sich allerdings erstmal fragen, wie lange hat euer Reptil geruht? Und denkt ihr, dass das Reptil besonders viel Kraft getankt hat? Wenn ja, dann steht eigentlich dem Wiederaufwecken nichts mehr im Weg. Aber was tut man eigentlich, um das Reptil wieder aufzuwecken? Man macht genau dasselbe, was man sonst auch immer tun würde. Man fährt einfach langsam wieder das Licht hoch und lässt die Temperatur den Rest erledigen. Okay, das Licht ist jetzt an. Und was jetzt? Nun, euer Reptil wird sich jetzt erstmal ziemlich verwirrt vorkommen, weil das ist völlig normal, wenn man ein Reptil aus der Winterruhe holt. Und es wird einige Zeit dauern, bis das Reptil dann schließlich aus dem Versteck kommt. Manchmal dauert es nur ein paar Stunden, manchmal kann es auch mehrere Tage dauern, aber eins ist sicher, ab da, wo ihr das Reptil aus der Winterruhe holt, ist es dann auf jeden Fall dann in ein paar Tagen wieder bei euch. Draco hat zum Beispiel im Oktober seine Winterruhe begonnen und hat sie jetzt am 7.01.2021 beendet. Damit war Draco nicht nur 3 Monate in Winterruhe, sondern auch ein paar Wochen mehr als von der Literatur als Mindestangabe bezeichnet wird. Bartagamen sind aber in dem Fall ziemlich speziell entwickelt. Bei der Literatur steht nämlich geschrieben, dass Bartagamen bei Temperaturen von etwa 18 bis 16 Grad überwintern dürfen. Im australischen Outback dagegen wird es allerdings nie so kalt wie hier bei uns. Denn dort haben die Temperaturen in manchen Gebieten und Höhlen, wo sie sich dann verkriechen, vielleicht gerade mal so Umgebungstemperaturen von 20 Grad. Und manche sind auch der Meinung, dass Umgebungstemperaturen von 20 Grad für eine Winterruhe einer Bartagame völlig reichen. Ich habe selber auch diese Erfahrung gemacht und habe auch sogar festgestellt, dass Draco selbst bei 20 Grad Umgebungstemperatur ziemlich gut sich ausgeruht hat. Nur dieses Mal war er im Schlafzimmer. Aber wieso? Na klar, wenn man eine Bartagame im Winterruhe schickt, kann man sich dabei auch gleichzeitig darum kümmern, das Terrarium neu einzurichten, zu reinigen und vor allem den neuen Bodengrund zu machen. Und das ist für mich wirklich einer der Gründe gewesen, warum Draco dann schließlich im Schlafzimmer überwintert hat und nicht bei mir im Zimmer, wo es halt angenehme 20 Grad oder ein kleines bisschen mehr hat. Wenn ihr dann schließlich feststellt, dass eure Bartagame wieder aktiver wird, werdet ihr allerdings merken, dass sie noch nichts frisst. Das muss sie wahrscheinlich auch noch gar nicht, denn sie ist nämlich, obwohl sie sich schon bewegen kann, noch nicht betriebsbereit, so wie man es vielleicht vermuten würde. Das einzige Ziel eures Reptils ist jetzt vor allem, sich erstmal wieder die nächsten Tage aufzuwärmen, damit er dann wieder die vollständige Betriebstemperatur erreichen kann. Zu dieser Zeit sind eure Echsen richtige Sonnenanbeter und genießen jede Wärme von eurem UV-Strahler. Allerdings solltet ihr das Licht noch nicht die vollen 12 Stunden durchleuchten lassen, so wie das zum Beispiel manchmal fälschlicherweise gemacht wird. Es reicht vor allem, wenn man erst einmal mit etwa 6 Stunden anfängt und dann sich immer weiter hocharbeitet, bis eben das Licht wieder 12 Stunden Intensität hat. Richtet euch dabei am besten in eure eigene Umgebung. Wenn ihr zum Beispiel wisst, es wird um 16 Uhr dunkel, dann macht ihr am besten auch wieder das Licht um 16 Uhr aus. Zwar kann es sein, dass dann eure Agame für den Moment im Dunkeln sitzt, aber macht euch keine Sorgen, die Agame wird sich dann durch die Dunkelheit tasten und sich dann die nächstgelegene Schlafstelle suchen, wo sie meint, wo sie es am gemütlichsten hat. Immer in der Nähe von der Lampe und immer bereit für den nächsten Tag. Nach etwa 2 bis 3 Tagen, wo die Agame sich schon mal gesonnt hat, könnt ihr dann allmählich versuchen, ihr was zu essen anzubieten. Am besten sind vor allem Salate sehr gut, um die Verdauung wieder in Gang zu bringen. Erst später kommen dann wieder die ganzen Krabbeltiere wie Insekten, Heuschrecken, Grillen und andere Tiere. Gegebenenfalls kommt die Aktivität der Bartagame auch erst wieder, wenn sie das erste Mal was gefressen hat und weiß, nun gibt es wieder Energiezufuhr für ihren Körper und das tut ihr dann auch richtig gut. Und ab da läuft dann wieder alles gewohnt. Die Agame wird dann wieder zunehmend aktiver werden, wird dann auch wieder mehr an Farben bekommen und wird dann schließlich nach einer Weile sogar in Paarungsstimmung kommen.
Zu dieser Zeit wären dann weibliche Bartergaben zu den männlichen gesetzt, wo sie sich dann schließlich paaren können und dann schließlich bis April dann den ersten Nachwuchs haben werden. Ab jetzt sollte eure Agame wirklich wieder der Alte sein und euch begeistern mit seiner Vitalität und seiner Gesundheit, die er durch die Winterruhe gekriegt hat. Das war jedenfalls das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann gibt es wieder mehr zu sehen von Draco der Bartagame. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.